Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Virtual Rides 2. Ja, wir befinden uns wieder im Spiel, natürlich. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich das erste Fahrgeschäft an. Markoba heißt das Ding. Schalten wir mal die Steuerung ein. Dann müssen wir, glaube ich, da den Motor einschalten. Den müssen wir auch einschalten, glaube ich. Keine Ahnung, was das ist. Ich drücke es einfach mal. Enable. Enable hört sich gut an. Wie kann ich das Ding jetzt heben, senken, whatever? Tut schon was? Nein, tut nichts. Home Position. Das sind aber gleich nur Leuchtmelder, die uns sagen, dass er da ist. Ich muss wahrscheinlich die Bügel zuerst zu machen, wo mache ich denn das? Control. Ja, wie ihr seht, ich bin total vorbereitet. Noch nicht. Ja. Irgendwie tut sich da nichts, dann haben wir mal die Steuerung mal. Ist mir auch recht. Warte mal, wie geht denn das? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Kann ich das Ding nicht darüber steuern? Doch, kann ich. Und was brauchen wir dazu? Natürlich. Bisschen Musik. Jetzt finde ich es natürlich nicht mehr. Wo war das? Da war's. Kann man doch mitfahren? Ich glaube schon, oder? Kann man tun, war das, glaube ich, oder? Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ich finde es jetzt nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Mit der mit dieser Arm 1 und 2 kann man halt unterschiedlich die Motoren in ihrer Geschwindigkeit verändern und deswegen bewegt sich das Ding halt dann anders. Und ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ihr seht, wenn ich jetzt da hergehe und sage, okay, der andere Arm soll jetzt auch in die Richtung gehen, dann dreht das hier, schaut es wieder ein bisschen anders aus, die ganze Sache. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Kann ich natürlich auch sagen, zack, du sollst gar nicht drehen. Ja, ist. Bringen wir es wieder in die Heimposition. Parken dauert immer ein bisschen scheinbar. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen einfach zurück zum Platz. Lassen das Fahrgeschäft sein und schauen uns einfach mal das nächste an. Und ich will wieder mit WASD laufen, was natürlich wieder nicht funktioniert. So, da haben wir da. Wie ist das? Heißt das wirklich Circus? Interessant. Steuerung aktivieren. Ich sehe wieder gar nichts.
Ah, das war schon mal richtig. So, damit das Ganze auch ein bisschen was hermacht, werden wir die ganzen Lampen wieder einschalten. Die ganzen Knöpfe mal drücken, ich weiß doch nicht, was sie tun. Safe, die Bar ist jetzt wieder offen. Machen wir wieder zu. Weil mit offenem Safety Bar darf man natürlich nicht fahren, das ist egal, oder? Bewegt sich da was? Ne, bewegt sich gar nicht. Also irgendwie verstehe ich die Steuerung teilweise gar nicht. Hallo? Muss ich da irgendwas einschalten zuerst? Gehen wir mal an. Stop Lifting. Safety Bars. Die müssen zubleiben, wenn wir schon oben sind. Was haben wir da? Hydraulics. Motions off. Nein, wollen wir nicht. Irgendwie verstehe ich. Ah, jetzt tut sich was. Oder auch nicht. I don't get it. Gut, dann nehmen wir wieder die Hilfssteuerung da oben. Irgendwie tut sich da nicht. Ich habe schon Vollgas gegeben. Freigabe? Warum bewegt sich da nichts? Außer dass jetzt wieder runter geht. Hä? Warum bewegt sich das Ding nicht? Du sollst drauf gehen. Stopp. Drauf. Safety Bars. Das ist Lifting. Was ist das? Meine Oschung tut ja ganz cool eigentlich, dieses Fahrgeschäft. Aber es bewegt sich halt irgendwie nicht, aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund. Und kannst du rauf und runter spazieren fahren, aber sonst tut sich da irgendwie nichts. Und ich verstehe nicht warum. Ah, das hat gefehlt. Das ist auch so ein Fahrgeschäft mit Speibpotenzial, glaube ich. So ganz ohne Musik ist auch Fahr, oder? Also mal ohne Zuschauer, bitte schön, wie alt sind noch? Kamera 5 natürlich. Kotzen Sie noch oder speiben Sie schon? Geben wir mal ein bisschen mehr Gas, wenn das geht, ja. Hui! Also in echt würde ich in sowas nie mitfahren. Würdet ihr so bei sowas mitfahren? Ich meine, das ist, glaube ich, nicht das Schlimmste, was es auf einem Rummelplatz gibt. Aber ich sage mal so, für mich wäre es nichts. Gehen wir mal ein bisschen in die andere Richtung. Aus der Kameraperspektive sieht man eigentlich nicht viel. Endlich bewegt er sich. Immer ein bisschen mehr Gas. Das hat echt Potenzial, dieses Fahrgeschäft. Das muss
Ding hält. Kannst du deine Blinkgeschwindigkeit einstellen? Ja, ist auch ganz lieb, das Fahrgeschäft. Macht eigentlich Laune. So, nächstes Fahrgeschäft. Und ich drücke schon wieder WASD, weil Shooter-Steuerung und so, ihr wisst, was ich meine. So, weiter geht's. Ich glaube, das haben wir letztes Mal angeschaut. Wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere. Kommt da noch was? Kommt da nichts mehr? Gehen wir mal da weiter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir letztes Mal angeschaut haben für ein Fahrgeschäft. Es ist schon so lange her. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, I see. Was haben wir da? Was haben wir da? Da. Schauen wir uns das an. Jungle Tours. Gut, dann schaut man wieder mal Controls. Safety Bars. Natürlich die Beleuchtung. Soll ja auch was gleich schon. So, Safety Bars sind zu. Control. Achso, kann ich die Drehrichtung ändern? Okay. Ah, und da kann ich dann noch die Stärke einstellen, oder wie? Fangen wir mal gemütlich an, würde ich sagen. Ha? Und auch hier schalten wir wieder ein bisschen Musik dazu. War das gerade das Lied, das wir gehabt haben, oder täusche ich mich jetzt gar nicht? Ah, so ein Fahrgeschäft, das kenne ich auch aus Wien. Jetzt müsst ihr wissen, was Arm ist. Control, ach, okay, Arm ist das dann wahrscheinlich. Nochmal, gib mal ein bisschen Gas. Oh, das ist gemütlich, das Fahrgeschäft. Naja, wenn es sich jetzt nicht überschlagt, ja. Ich mach bei der Gondel ein bisschen mehr Gas. Ich glaube, das war das gleiche Lied, was wir vorher auch schon gehabt haben. Hm, okay, naja, beim nächsten Fahrgeschäft nehmen wir ein anderes dann. Ja, eine große Schaukel halt. Also in der würde ich in echt auch mitfahren. Das ist gut. Weil du kriegst wahrscheinlich irgendwann einen Drehwurm. Außer der Fahrer, der liebe Herr, der das bedient, ist so nett und schaltet einmal in die andere Richtung um. So, es dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bis er stehen blieb ist und dann geht es in die andere Richtung los. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Ah, okay, also ich glaube, man sieht es nicht mehr. Dabei hat es, passt es genau hinter den Träger. Ah, das ist die. Ich verstehe. Okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das könnten die Jiggles sein. Kann ich da auch. Ja, ich kann da auch bedienen. Das ist cool.
der Blick aus der Kabine, ob eh noch alles in Ordnung ist. Da kann ich das Licht steuern. Weiß noch nicht, was das alles macht, aber irgendwas wird schon machen. Ja, auch dieses Fahrgeschäft lassen wir seinen Weg ziehen und tschüss. Was haben wir noch nicht gesehen? Das haben wir uns angeschaut, das Rinde noch. Das haben wir glaube ich noch nicht gesehen, oder? Kann das sein? Lift off. Machen wir mal wieder alles ein. So, dann. Ich drücke einfach mal irgendwelche Knöpfe. Ah, okay, jetzt fahren da die Platten weg. Drehrichtung. Die drehen wir in die andere Richtung. Lift. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas und schalten natürlich. Wie soll es anders sein? Natürlich auch das Licht ein. Und auch da schalten wir uns wieder die Musik dazu. Danger! Lift stoppt und so. Ja. So, das Ganze schauen wir uns ein bisschen abends an. Nein, da schalte ich nicht auf die Innenperspektive, weil ich glaube, dann muss ich eine Epilepsiewarnung vor diesem Video machen, weil sonst, ja, haben wir ein Problem. Ich habe nur wieder Stark. Ja, auch das ist ein ziemlich nettes Fahrgeschäft. Also ich glaube, in echt bin ich da nicht gefahren. Schaut mal auf Vollgas, ha? Wir wollen ja, dass ich... Wer kennt den Film der Satansfahrten? Da hat er so geheißen, das ist schon ein ewig alter Film. Da hat er auch mit so einem Gerät herummanipuliert und da haben sich die Leute reinweise... Ihr wisst schon was gemacht. Das könnte ich mir da auch gut vorstellen bei dem Fahrgeschäft. So, gehen wir wieder ein bisschen langsamer. Zack. So, Home Position bitteschön. Hier mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Da verstehe ich jetzt auch, warum der Danger steht. Ich renne natürlich wieder rein. Eigentlich so braun. Schade. Alles ausprobiert in dem Spiel. Kann ich da jetzt er blinkt noch, okay. Das heißt, wir haben die Heimposition noch nicht erreicht. Die Home Position.
Ja, Leute, aber ich würde sagen, ja, mit den Bildern verabschiede ich mich von euch für heute. Ob ich noch ein weiteres Video dazu mache, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, ich habe das meiste gezeigt. Die letzten Fahrgeschäfte dürft ihr dann selber erkunden und in Erfahrung bringen. Jo, mir bleibt nur mehr übrig zu sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!